6 geht über 6 Runden. Nikita ist der Boxer in der blauen Ecke. Mohamed Durmaz, 32 Jahre alt, 3,84 Meter groß. Die Kilogramm sind mir leider nicht bekannt. Deutschland, Mannheim, gewonnen 7 Kämpfe, 3 durch Knockout, 17 Profikämpfe insgesamt, 10 dadurch verloren. In der roten Ecke Damir Bello, 28 Jahre alt, Kruisergewichtler, bei 1,87 Meter Körpergröße, 91,5 Kilogramm, aus Bosnien-Herzegowina. 5 Profikämpfe, alle 5 gewonnen, 3 durch Knockout. Unser Kampfrichter, Ran. Your turn, face to face. Good book, okay? No hand, no elbow. You get it. Save your life. Okay, Kampf Nummer 6 erinnert mich an eine grandiose Comedy-Sketch-Serie. Da sind lustige 6. Deswegen ein besonderes Lübeck-Kampf. Seid ihr zum 6. Mal in dieser ersten Lübecker Fight Night? Bereit? Seid ihr bereit? Come on, let's fight! Ring frei, Runde 1. Liebe Zuschauer, ich glaube, nicht nur die Boxer brauchen eine Pause, sondern auch wir nach diesem Kampf eine erneute Pause von 15 Minuten. Erfrischt euch mit leckerem Barre und vergesst nicht, bringt mir einen Runden mit. Yeah. Wenn jemand einen schwarzen Edding vermisst, einen roten Edding gefunden hat, ein roter Edding, der wird vom Vize-Supervisor Matthias ganz vermisst. Vielen Dank dafür. Wir warten bitte aus Respekt vor den Boxern noch die Siegerehrung ab. Zu viel Zeit muss sein.
bevor wir dann noch langsam zum Höhepunkt dieser ersten Lübecker Fight Night kommen. Der wird bereits sehnlich im Ring erwartet, der Lokalmatador Christian Fablak. Ich selbst freue mich genauso. Ich habe ihn gestern Abend beim Champions Dinner kennengelernt. Ein lustiger Kamerad, aber auch einer, der unheimlich diszipliniert ist, zwei Wochen gehungert hat und sich diebisch auf ein Stück Steak am vergangenen Abend freut. Wir kommen zum Sieg. Nach 2 Minuten und 18 Sekunden Sieg durch K.O. aus der roten Ecke. Big Hand für Damir Bello! Applaus! Ich bin gar nicht dazu gekommen zu erwähnen, dass dieser beherzte Boxer 117 Amateurkämpfe hinter sich hat und sage und schreibe 70 Knockouts hatte.